Hallo ihr Lieben, ich würde heute gerne über die vielleicht besten oder besonderen Bücher dieser ersten Jahreshälfte des Jahres 2020 sprechen. Also ich habe 2020 schon sehr, sehr viele wirklich sehr schöne Bücher gelesen und dass ein Buch auf dieser Liste nicht auftaucht, heißt auf keinen Fall, dass ich es schlecht fand. Aber ich bin eben nochmal in mich gegangen und habe überlegt, was waren für mich ganz persönlich besondere Lesehighlights, welche Bücher hallen immer noch in mir nach und diese Bücher würde ich gerne in diesem Video vorstellen. Dabei werde ich nicht bei jedem Buch in die Tiefe gehen, denn ich glaube, ich habe eine Liste von etwa 15 Büchern zusammengestellt. Ich werde versuchen, sie eher so kurz anzuteasern vielleicht, aber ich ermuntere euch natürlich, dass wenn irgendetwas interessant für euch klingt, dass ihr euch den Titel merkt oder notiert und die Augen danach offen haltet, danach Ausschau haltet, denn meiner Meinung nach ist jedes einzelne dieser Bücher absolut lesenswert. Und damit starten wir jetzt ins Video. Die Bücher sind dabei übrigens nicht in irgendeiner Rangfolge, sondern einfach in der Reihenfolge, in der ich sie dieses Jahr gelesen habe. Und da würde ich gerne starten mit Dunkelgrün, fast schwarz von Mareike Fallwickel. Dieses Buch handelt von den Freunden Raphael und Moritz und davon, wie wichtig diese Freundschaft für die beiden ist, aber auch wie zerstörerisch für einen von den beiden oder sogar für beide. Mareike Fallwickel beschreibt Menschen und Beziehungsgeflechte mit einer absoluten Beobachtungsgenauigkeit und Beobachtungsgabe. Und außerdem schreibt sie in einer wunderschönen, bildlichen Sprache. Außerdem erzeugt sie thrillerwürdige Spannung. Und alles zusammen ergab eine Mischung, die dieses Buch zu einem Lesehighlight für mich gemacht hat. In Sebastian Barrys Tage ohne Ende wandert der junge Ire Thomas McNulty im 19. Jahrhundert nach Amerika aus und trifft dort auf John. Die beiden werden Freunde fürs Leben und sogar mehr als Freunde. Und gemeinsam heuern sie bei der Armee an, um etwas Geld zu verdienen. Dort kämpfen sie zunächst gegen Indianer und dann im amerikanischen Bürgerkrieg. Und es gibt in diesem Buch, da möchte ich vorwarnen, wirklich grauenvolle Szenen aus dem Bürgerkrieg oder wenn ganze Indianerdörfer ausgelöscht werden. Aber dieses Buch ist trotzdem ein Lesehighlight für mich, weil es einfach bombastisch geschrieben ist. Sebastian Barry schafft es einfach, die Sprache dieses jungen Erzählers Thomas so authentisch wiederzugeben. Er spricht und erzählt einfach, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Super derb, gleichzeitig aber auch irgendwie unschuldig und naiv, mit einer Prise trockenem Humor, sodass Szenen entstehen, bei denen ich manchmal nicht wusste, ob ich weinen oder lachen soll. Die Art und Weise, wie er und John durch all dieses Grauen gehen und eigentlich nur versuchen, sich irgendwie durchzuschlagen und gemeinsam ihr Glück zu finden, hat mich sehr berührt. Im Unterland von Robert McFarlane oder im Englischen Underland, denn tatsächlich hatte ich das Original im Englischen als Hörbuch gehört, ist ein Sachbuch, aber ich möchte fast sagen, ein literarisches Sachbuch, das streckenweise wie ein Roman erzählt ist und sich wie ein Roman liest, weil der Autor erzählt, von seinen Erlebnissen erzählt während der Recherche. Dabei geht es in dem ganzen Buch um alles, was sich unter unseren Füßen abspielt. Im Boden, in Katakomben, unter der Erde, eben im Unterland. Es geht um den Waldboden und das Wurzelwerk, das Geflecht aus Wurzeln und Pilzen im Waldboden und wie Pflanzen darüber Informationen und Nährstoffe austauschen. Robert McFarlane nimmt uns mit in Gletscherspalten, in Katakomben und Tunnel unter Paris, in Bergwerke, in unterirdische Labors, wo Wissenschaftler schwarze Materie erforschen. Und. Ich habe in diesem Buch so viel Überraschendes, Neues gelernt. Es konnte mir wirklich noch viel beibringen, mich zum Staunen bringen und damit war es ein absolutes Lesehighlight. Auch sehr schön fand ich, wie Robert McFarlane dabei immer wieder auf Kulturelles hinweist und darauf, was für eine große Rolle die Unterwelt schon immer in der Fantasie der Menschen und in der Mythologie gespielt hat. In Die Stuhlungen erzählt Einar Karason die sogenannten Isländer-Sagas nach und damit erzählt er von der blutigsten Epoche Islands, als verschiedenste Wikinger-Clans miteinander im Krieg lagen und um die Vorherrschaft im Land kämpften und sich damit in einer Spirale aus den blutigsten Rachefeldzügen wiederfanden, aus denen sie nicht mehr ausbrechen konnten. Auch hier viele schreckliche, blutige Szenen,
Aber für mich war es ein absolutes Lesehighlight. Ich bin komplett in diese Welt der Wikinger im historischen Island eingetaucht. Mir hat sehr gut gefallen, dass das Buch so dick ist, wie es ist, denn dadurch konnte ich so komplett darin eintauchen. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie ich mich beim Lesen dieses Buches abends darauf gefreut habe, am nächsten Morgen wieder in überfüllten Regionalzügen zur Arbeit zu pendeln, weil es das bedeutet, dass ich dann weiterlesen kann. Und das ist immer ein absolutes Qualitätsmerkmal für die Bücher, die ich lese. Ich möchte dazu sagen, dass ich glaube, das ist ein relativ spezielles Buch, das nicht unbedingt jedem Leser gefällt und das ich nicht jedem Leser pauschal empfehlen würde. Ich finde, es ist relativ speziell geschrieben. Man merkt, dass es eben diese alten Isländer-Sagas nacherzählt, weil es ein bisschen die Sprache, diese sehr, sehr einfache Sprache der Sagas imitiert. Im Sinne von, er sagt das und er sagt das und er tut jenes und dann tut er dieses. Das ist jetzt natürlich übertrieben, aber es gibt wenig beschreibende Details. Ich finde auch, das Innenleben der Personen wird wenig beschrieben. Es geht viel einfach nur um die Handlung. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, mich hat es komplett gepackt und damit muss ich es als Lesehighlight in dieses Video aufnehmen. Ich mache Abstriche, weil es gibt vier Teile in diesem Buch und der vierte Teil war mit Abstand der schwächste. Darin wurde viel wiederholt, was eigentlich schon vorher gesagt wurde und das Leben einer Person wurde noch ein bisschen näher beleuchtet, was ich aber streckenweise relativ langweilig fand. Das Buch wäre insgesamt für mich stärker gewesen ohne den vierten Teil. Nichtsdestotrotz hatte ich sehr viel Lesespaß hiermit und ja, es ist ein besonderes Buch aus der ersten Jahreshälfte. Als der Blues begann von Janice Dina ist momentan vielleicht ein sehr aktuelles Buch, weil es um Rassismus in den USA geht, wenn auch aus weißer Sicht erzählt. Es geht aber nicht nur darum, es ist auch in gewisser Weise ein Familienroman, erzählt von der jungen Erzählerin, ich glaube, sie ist etwa 10 Jahre alt und damit die jüngere Tochter der Familie. Es gibt noch eine ältere Tochter. Und das Leben dieser Familie wird überschattet von einem Geheimnis. Es muss irgendetwas geben, irgendetwas Schreckliches, das im Leben der Mutter passiert ist und worüber die Eltern nicht reden, vermutlich, weil sie denken, die beiden Töchter sind noch zu jung dafür. Aber dieses Trauma, das verschwiegen wird, überschattet und bestimmt das gesamte Leben der Familie und beschäftigt die Töchter ungemein. Sie möchten herausfinden, was im Leben ihrer Mutter passiert ist, was ihr Leben so nachhaltig geprägt hat und vielleicht auch ihr manchmal etwas seltsames Verhalten erklärt. Damit geht es also auch um den Zusammenhalt innerhalb von einer Familie und darum, wie viel man von sich selbst aufgeben sollte oder darf, um die Familie zusammenzuhalten. Ähnlich wie bei den Stuhlungen habe ich sehr genossen, dass das hier ein recht seitenstarkes Buch ist, in das ich so richtig eintauchen konnte, wo ich diese einzigartigen Figuren sehr gut kennenlernen konnte, zusammen mit der jungen Protagonistin das Alltagsleben durchleben konnte und auf Spurensuche und Rätselsuche gehen konnte. Ich möchte auch eine Triggerwarnung aussprechen, weil es eine wirklich heftige Szene in dem Buch gibt, auf die ich eine fast schon körperliche Reaktion hatte. Also mir ist wirklich übel geworden beim Lesen. Ich musste das Buch zuklappen, kurz zur Seite legen, aus dem Fenster gucken, durchatmen und mich sammeln, bevor ich weiterlesen konnte. Was vielleicht nicht unbedingt nach etwas Positivem klingt, aber auf der anderen Seite bezeugt es eben die Qualität dieser Sprache und dieser Autorin, dass sie solche starken Reaktionen in mir hervorrufen konnte. Und damit war es definitiv ein sehr besonderes Buch, an das ich immer noch viel denke. Shaun Tans Ein neues Land ist eine sogenannte Silent Graphic Novel. Das heißt, die ganze Geschichte wird nur mit Bildern erzählt, ohne dass wir ein einziges geschriebenes Wort lesen. Es handelt von einem Mann, der seine Familie und sein Land verlässt, um in einem neuen Land nach Arbeit zu suchen. Dabei kommt er aber nicht in irgendein normales Land, sondern in ein Fantasieland, das Shaun Tan selbst erfunden hat. Und das, finde ich, ist von ihm eine sehr kluge Entscheidung. Weil jedem Leser, egal aus welchem Teil der Welt er stammt, dieses Land seltsam, bizarr und fremd vorkommen wird. Da gibt es irgendwelche Apparaturen, von denen ich keine Ahnung hätte, wie man sie benutzt und eben unser armer Protagonist auch nicht. Es gibt merkwürdige Verkehrsmittel, es gibt Obst und Gemüse, das super merkwürdig aussieht, bei dem ich nicht wüsste, wie man es zubereiten oder essen sollte. Es gibt eine fremde Sprache und fremde Schriftzeichen, die er nicht versteht. Dieser Umstand wird natürlich auch sehr schön darüber rübergebracht, dass wir die Geschichte eben nicht mit Sprache erzählt bekommen. Also sehr viele kluge Entscheidungen, die hier getroffen wurden, die mir als Leser sehr bildhaft vor Augen führen, was es bedeutet,
als Einwanderer in einem Land neu und fremd zu sein, in dieser fremden Umgebung zu sein und auf Hilfe anderer angewiesen zu sein, um sich zurechtzufinden. Ich war sehr begeistert von der Fantasiewelt, die in diesem Buch entworfen wurde, von den schönen Illustrationen und von der Art und Weise, wie eine gesamte Geschichte erzählt wird und super viele Emotionen in mir hervorrufen kann, ohne dass ich ein einziges Wort lese. Die Brücke über den Nebel ist eine Novelle, die mit dem Hugo Award ausgezeichnet wurde, von der Autorin Kate Johnson. Ihr könnt diese Novelle online kostenlos lesen auf tor-online.de. Ich werde euch den Link dazu unten in der Infobox lassen. Und tatsächlich ist das die Art und Weise, wie ich die Geschichte das erste Mal gelesen habe. Ich war aber so restlos begeistert davon, dass ich unbedingt mehr von Kate Johnson lesen wollte und habe deswegen jetzt in den ersten Tagen des Juli und damit technisch gesehen nicht mehr in der ersten Jahreshälfte diese komplette Sammlung von ihr gelesen, die im Golconda Verlag erschienen ist. Pinselstriche auf glattem Reispapier. Und hier drin ist die Brücke über den Nebel, wovon ich jetzt gleich erzählen möchte, auch enthalten. Also auch eine Möglichkeit, diese Novelle zu lesen und zusätzliche Erzählungen von Kate Johnson zu bekommen. In die Brücke über den Nebel befinden wir uns in einer Fantasiewelt wieder einmal, die von einem geheimnisvollen, breiten Nebelfluss in zwei Teile geteilt wird. Das sogenannte Diesseits und das sogenannte Jenseits. Unser Protagonist reist an einen kleinen Ort, der an diesem Fluss liegt, weil er Ingenieur ist und damit beauftragt wurde, von der Regierung die erste Brücke über diesen Nebelfluss zu bauen und damit Diesseits und Jenseits miteinander zu verbinden. Dieser Nebelfluss kann übrigens mit Booten überquert werden. Das ist allerdings sehr gefährlich, nicht nur weil dieser Nebel unberechenbar ist, sondern auch weil in dem Nebel die sogenannten Großen hausen. Geheimnisvolle Wesen, die niemand hier richtig zu Gesicht bekommen hat, die mal völlig harmlos sein können, aber wenn man sie auf dem falschen Fuß erwischt, auch lebensgefährlich sind. Ich habe jetzt schon ein paar Mal erwähnt, wie sehr ich es genieße, in dicke Wälzer so richtig eintauchen und die Figuren richtig gut kennenlernen zu können. Aber die Brücke über den Nebel ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass auch sehr, sehr kurze Bücher mich komplett überzeugen können. Kate Johnson ist das gelungen mit einer super interessanten, mysteriösen Atmosphäre und mit einem perfekten Zusammenspiel aus Stil, Handlung, Charakteren und Symbolik. In dieser Geschichte stimmte einfach alles und ich kann sie euch wirklich nicht mehr ans Herz legen. Gezeitenwechsel von Sarah Moss spielt im heutigen England und handelt von einem Familienvater, dessen ältere Töchter eines Tages in der Schule einfach umkippt, aufhört zu atmen und glücklicherweise von einem zufällig anwesenden Lehrer wiederbelebt werden kann. Sie kommt ins Krankenhaus und sie überlebt, aber die Ärzte stellen fest, dass dieser merkwürdige Anfall jederzeit wiederkommen kann und dass sie nicht genau feststellen können, woran es liegt. Das heißt, wenn sie eines fernen oder vielleicht nicht so fernen Tages noch einmal aufhört zu atmen und es ist niemand in der Nähe, der sie wiederbeleben kann, dann wird sie sterben. Und im Grunde geht es in diesem Buch darum, wie Adam, der Vater der Familie, versucht zu verstehen, wie er damit weiterleben kann, wenn er jederzeit in der Angst leben muss, dass seine älteste Tochter einfach aufhört zu atmen. Sarah Moss hat sich mit diesem Buch in mein Herz geschrieben, wegen der Charaktere, vor allem wegen Adam, der sich mehr anfühlt wie ein guter Freund als wie eine Romanfigur, um ganz ehrlich zu sein, mit der Art und Weise, wie sie eine schöne Geschichte erzählt und gleichzeitig viele weitere spannende Themen einflechtet. Außerdem kommentiert sie die englische Gesellschaft, das englische Gesundheitswesen, sogar das englische Bildungswesen. Sie verpackt super viel in diesem Roman und es war für mich ein ganz besonderes Buch in dieser ersten Jahreshälfte. Ruhm von Daniel Kehlmann ist ein Zwitter zwischen Roman- und Kurzgeschichtensammlung. Das Buch enthält 9 Erzählungen, deren Handlung und Personen jedoch eng miteinander verwoben werden. Daniel Kehlmann erkundet darin offensichtlich das Thema Ruhm, aber auch die Themen Schein und Sein und die Gegensätze zwischen Fiktion und Wirklichkeit oder auch dem, was ich vorgebe zu sein, was andere Menschen in mir sehen und wer ich wirklich bin. Diese Gedankenspiele treibt er dabei immer mehr auf die Spitze, bis man nicht mehr weiß, was Wirklichkeit ist und was nicht mehr und das auf eine unglaublich raffinierte Art und Weise. Dieses Buch war nicht nur ein besonderes Buch in den letzten 6 Monaten, es ist definitiv ein neues, absolutes Lieblingsbuch von mir. Ich glaube, bei dem nächsten Buch bin ich überraschter als alle anderen sonst, dass es auf diese Liste gekommen ist. Und zwar Frank Schätzings Die Tyrannei des Schmetterlings. Ich hatte eigentlich nicht vor, dieses Buch zu lesen und dann habe ich es geschenkt bekommen und daraufhin
Doch gelesen. Es handelt in aller Kürze von einer IT-Firma, die eine Superintelligenz geschaffen hat. Sagen wir besser, die eine künstliche Intelligenz geschaffen hat, die kurz vor dem Sprung zur sogenannten Superintelligenz steht. Und dass daran nicht alles super ist und dass das Auswirkungen hat auf die Welt und die Menschheit, das könnt ihr euch wahrscheinlich denken. Mehr möchte ich gar nicht sagen, denn das Ganze nimmt eine Wendung, die man so nicht vorhersehen konnte und bei der ich finde, das sollte man als Leser selbst entdecken. Dieses Buch war für mich ein besonderes Buch, weil es für mich purer Eskapismus war. Ich habe wirklich schon lange, lange nicht mehr ein Buch gelesen, das ich einfach nur so spannend fand, das mich so in Atem gehalten hat und das ich nicht mehr aus der Hand legen wollte. Außerdem hat es mich überzeugt mit den vielen spannenden Themen, die es erkundet, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, was ich immer wieder sehr faszinierend finde. Und mit der Art und Weise, wie Frank Schätzing diese Was-wäre-wenn-Frage stellt, wie er das so oft so geschickt macht in seinen Büchern. Ich hatte am Ende einen kleinen Wermutstropfen, wo ich dachte, es ist nicht ganz logisch, wie sich am Ende alles entwickelt. Ich habe mir überlegt, dass ich in den Kommentaren mit den entsprechenden Spoilerwarnungen einmal darlegen möchte, was da mein Problem war, wo ich seinen Gedanken nicht ganz folgen konnte. Denn ich würde super gerne mit anderen Lesern, die dieses Buch schon gelesen haben, darüber diskutieren, ob sie mir dazu stimmen würden oder ob sie mir das vielleicht erklären können. Ich würde einfach gerne mit euch darüber diskutieren. Also lest diesen Kommentar bitte nur, wenn ihr das Buch schon kennt oder wenn ihr absolut kein Problem damit habt, gespoilert zu werden. Ich würde gerne mit euch darüber diskutieren. Alles weitere in den Kommentaren. Isländische Lyrik von diversen Autoren und Übersetzern ist eine Sammlung von isländischer Lyrik und zwar von der Frühzeit bis zur Moderne, das heißt bis zum Jahre 2011, als dieses Buch erschien und gibt damit einen wunderbaren Überblick über die gesamte Entwicklung der Lyrik in Island, diesem Land, wo Bücher und Literatur eine ganz, ganz große Rolle spielen. Mir hat diese Sammlung sehr, sehr gut gefallen. Es gab überdurchschnittlich viele Gedichte, die ich einfach wunderschön fand. Ich würde sie auch allen Fans von Naturlyrik empfehlen, weil es wirklich viele Gedichte gibt, die ich in dieses Subgenre Naturlyrik einsortieren würde. Ich würde sie außerdem Neulingen für das Lesen von Gedichten empfehlen, weil ich finde, es gibt, oder fast alle Gedichte hier drin sind gut lesbar und wenig experimentell oder abgehoben. Und damit eignet es sich, glaube ich, für Lyrik-Anfänger. Für mich ist es auf jeden Fall ein großer Lesespaß gewesen und damit ein besonderes Buch der letzten 6 Monate. Beowulf ist auch ein ganz spezieller Fall, ähnlich wie ich das bei den Sturlungen schon gesagt habe, aber hier noch viel mehr würde ich dieses Buch längst nicht jedem Leser empfehlen, weil ich glaube, ganz viele Leser hätten ihr Grauen vor diesem Buch. Es ist eben ein super alter Text, der um 800 nach Christus entstanden ist. Das Ganze ist in Versform geschrieben und es ist in seiner ganzen Erzählweise, Struktur, Sprache natürlich völlig anders als die Romane, die wir heutzutage lesen. Deswegen kann ich absolut verstehen, wenn man da als moderner Leser keine Lust drauf hat. Aber wenn man sich drauf einlassen kann, wird man wirklich reich belohnt. Das Ganze ist in Stabreim geschrieben, was dem Ganzen eine wunderschöne Melodie und eine poetische Kraft verleiht, woran ich meine wahre Freude hatte. Außerdem gibt es eine spannende Geschichte von Beowulf, der mit seinen Gefährten nach Dänemark kommt, um einem befreundeten Clan gegen ein Moormonster beizustehen, das sie bedroht. Und dann gibt es sozusagen eine zweite Abenteuergeschichte, als ein Drache das eigene Land von Beowulf bedroht und er gegen den Drachen kämpfen muss. Als Tolkien-Fan hatte ich hier mega die Herr-der-Ringe-Vibes. Tatsächlich hat Tolkien sich ja sehr von diesem Text hier inspirieren lassen und Tolkien-Fans kommen auf jeden Fall auf ihre Kosten, weil es einige Szenen geben wird, wo ihr sagt, Moment, das kommt mir bekannt vor. Für mich war das hier auf jeden Fall ein riesengroßer Lesespaß. Wie gesagt, ein ganz spezieller Fall, aber es geht ja auch irgendwie um meine persönlichen Lesehighlights und für mich persönlich war es ein absolutes Lesehighlight. Die Enzyklopädie der frühen Erde ist eine Graphic Novel von Isabel Greenberg. Hier drin gibt es einen sogenannten Nordländer, der vom Nordpol bis zum Südpol paddelt und da auf eine Südländerin trifft und sich sofort Hals über Kopf in sie verliebt. Glücklicherweise erwidert sie seine Liebe. Eigentlich könnte also alles perfekt sein, aber es gibt eine Anomalie des Magnetfeldes, die die beiden davon abhält, sich nahe zu kommen. Sie können nicht näher als auf 1 Meter Abstand zueinander kommen und sich deswegen
nie berühren. Nichtsdestotrotz heiraten sie und in kalten Winternächten erzählt der Nordländer Geschichten von seiner Reise oder auch Geschichten, die er auf seiner Reise gesammelt hat. Denn in seiner Heimat war er Geschichtenerzähler. Und so erfahren auch wir von diesen Geschichten. Isabel Greenberg schreibt in lustigem, manchmal fast flapsigem Ton, der sich selbst nicht zu ernst nimmt, eine dramatische Geschichte von großer Liebe, von der Magie des Erzählens und der Entstehung der Welt. Dabei mischt sie auch verschiedenste Mythen, Sagen oder auch Bibelgeschichten. Und ich muss einen kleinen Abstrich machen, wobei ich da auch einfach die falschen Erwartungen hatte, schätze ich. Aber meine Erwartung war, dass ich beim Lesen dieser Graphic Novel auch noch ein bisschen etwas über Mythen verschiedenster Kulturen lerne. Das ist nicht der Fall, sondern Isabel Greenberg bedient sich der Mythologie verschiedenster Teile der Welt und mischt fantasievoll etwas ganz Neues daraus. Das Ergebnis macht sehr viel Spaß, ist aber nicht geeignet, um Mythen zu lernen. Es ist eher so, dass wenn ihr euch ein bisschen auskennt mit Figuren aus der Mythologie, dass ihr euren Spaß dran haben werdet, sie in dieser Graphic Novel wiederzuentdecken. Es ist auf jeden Fall eine tolle Geschichte und erwähnt werden muss natürlich auch der wunderschöne Zeichenstil, den ich ganz toll fand, der super zur Geschichte passt und der das Ganze abrundet zu einem tollen Leseerlebnis. Herkunft von Sascha Stanisic. Yay, ich habe das Buch auch endlich gelesen. Wie der Großteil von euch sicher weiß, ist das ein autobiografischer Roman von Sascha Stanisic, wo er von seinem Leben, seiner Herkunft und seiner Familie berichtet. Er ist in Jugoslawien geboren, lebt aber seit seinem 14. Lebensjahr in Deutschland, seitdem er mit seinen Eltern und Großeltern vor dem Jugoslawienkrieg geflohen ist. Ich hatte das Gefühl, er schreibt dieses Buch zum Teil, um dieser Frage nachzugehen, was ist das eigentlich, Herkunft? Er geht dabei nicht chronologisch vor, sondern er springt in der Zeit. Er erzählt von seinen Großeltern, von seinen Urgroßeltern, dann wieder von seiner Kindheit in diesem Land, das es heute nicht mehr gibt. Und immer wieder geht es eben auch darum, wie war es, Flüchtling in Deutschland zu sein und Flüchtlingskind zu sein an einer deutschen Schule ohne Kenntnisse der deutschen Sprache. Er erzählt sowohl von komischen Ereignissen wie von tragischen mit großer sprachlicher Raffinesse und schafft dabei eine perfekte Mischung. Und die Kirsche auf dem Sahnehäubchen dieses wundervollen Romans war das Choose Your Own Adventure Ende, bei dem man sich sein eigenes Ende des Buches aussuchen durfte. Ich möchte an dieser Stelle kurz anmerken, dass ich glaube, es gibt das eine perfekte, richtige Ende zum Buch und das ist das Ende, das wirklich mit der letzten Seite des Romans endet. Das heißt, falls ihr das Buch noch lest und beim ersten Versuch nicht auf der letzten Seite des Romans landet, versucht euch so lange euren Weg durch den Handlungsverlauf am Ende zu suchen, bis ihr auf der letzten Seite landet, denn das war das Ende, was sich für mich am allerrichtigsten anfühlte und tatsächlich das, bei dem ich beim ersten Mal gelandet bin, aber ich habe so ein bisschen zurückgeblättert und geguckt, wo man sonst auskommen sollte. Das war einfach super gut gemacht und das habe ich tatsächlich noch nie irgendwo gesehen, außerhalb von Kinder- oder Jugendbüchern. Ihr hört es schon raus. Es war mal wieder ein super Lesehighlight. Zu guter Letzt freue ich mich sehr, dass es noch ein Fantasy-Buch auf diese Liste geschafft hat, und zwar Zerrissene Erde von N.K. Jemisin. Das ist der Auftakt zu der Trilogie Die große Stille oder im Englischen Broken Earth Trilogy. Und diese Trilogie bekommt in der Fantastikszene momentan sehr viel Aufmerksamkeit. Tatsächlich sind alle drei Bände dieser Trilogie mit dem renommierten Hugo Award ausgezeichnet worden. Wir befinden uns hier in einer Fantasy-Welt, die regelmäßig von Umweltkatastrophen wie Erdbeben oder Vulkanausbrüchen heimgesucht wird. Die Menschen leben in ständiger Angst davor, dass wieder so eine Katastrophe eintreten könnte und dann die komplette Zivilisation oder fast die komplette Zivilisation zerstört wird und neu aufgebaut werden muss. Natürlich kann es nicht anders kommen. In diesem Buch tritt eine solche Katastrophe ein und eine sogenannte Fünfzeit, wie diese Katastrophenzeit genannt wird, in der es einfach nur noch ums Überleben geht, um diese Zeit irgendwie zu überstehen und hinterher eine neue Zivilisation aufbauen zu können. Und es ist so ziemlich die größte und schlimmste Fünfzeit, die es je gegeben hat. Es könnte wirklich sein, dass damit die Erde und die Welt zum allerletzten Mal endet. Es gibt in dieser Welt sogenannte Orogene, die die besondere Gabe besitzen, die Gesteinsschichten bewegen zu können. Sie können mit dieser Gabe Erdbeben unterdrücken, aber auch hervorrufen. Das heißt, sie sind extrem gefürchtet von anderen Menschen und wenn diese besondere Macht sich im Kindesalter zeigt, werden sie häufig schon im Kindesalter umgebracht. Falls
das nicht passiert, kommen sie für gewöhnlich ins sogenannte Fulcrum, was eine Art Schule ist, die sie darin ausbildet, diese Macht zu kontrollieren und zum Wohle der Menschheit einzusetzen. Was erstmal ziemlich gut klingt, aber eigentlich zu einem Leben in schrecklicher Sklaverei führt, im besten Fall. Dieses Buch ist für mich ein besonderes Buch geworden, wegen der klugen Gesellschaftskritik, die Jemisin in diese Fantasy-Welt eingewoben hat, wegen der Komplexität dieser Welt, die sie geschaffen hat, diesen Detailreichtum und der Art und Weise, wie ich das Gefühl habe, sie hat diese Welt voll im Griff. Das Magiesystem spielt da mit rein, das super gut ausgearbeitet ist und das fast schon wissenschaftlich erklärt ist, woran ich meine wahre Freude hatte. Ich habe das Gefühl, N.K. Jemisin weiß ganz genau, wo sie mit mir als Leser hin will und alles, was jetzt noch mysteriös oder rätselhaft ist, wird auf ein sehr zufriedenstellendes Ende hinauslaufen und auf eine große Auflösung. Und tatsächlich habe ich mit Band 2 schon angefangen, weil ich unbedingt wissen muss, was es mit den Obelisken und den Steinessern und all dem anderen Kram wirklich auf sich hat. Wenn ich Kritik üben wollte, würde ich sagen, ich hätte mir hier und da Kürzungen gewünscht und ich hätte mir auch hier und da eine weniger vulgäre Sprache gewünscht, aber insgesamt war das auf jeden Fall ein Lesehighlight. Vielen Dank an alle, die immer noch da sind und das hier gucken. Es freut mich sehr, dass ihr zugeschaut habt. Das waren sie, meine Lesehighlights aus der ersten Jahreshälfte dieses Jahres. Mich würde jetzt natürlich sehr interessieren, was eure Lesehighlights der letzten Monate waren oder aber, ob ihr von diesen Büchern auch schon etwas gelesen habt und ob sie euch genauso überzeugen konnten wie mich oder ob sie euch nicht überzeugen konnten. Auch das fände ich sehr interessant. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich bald in einem nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut!